Geil! Jetzt geht's endlich los. Vamos. So. Ich sag's euch, das waren die längste Zeit meines Lebens, die ich daheim verbracht habe. Und ich muss sagen, es war schon eine schöne Zeit am Anfang, die ersten 2-3 Wochen. Man hat sich halt eben ein bisschen entspannt und hat sich halt eben nach Weihnachten gedacht, ja endlich, bisschen Ruhe, bisschen Erholung. Aber ich muss euch sagen, die letzten 2-3 Wochen, das waren die härtesten Wochen meines Lebens. Es war sehr, sehr schwierig. Mir ging es gar nicht gut die letzten 2-3 Wochen. Es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber ich bin froh darüber, endlich die Menschen schön zu machen, weil die Menschen es einfach brauchen. Und das nicht allein um Haare, sonst irgendwas, sondern ich gebe ja als Friseur ein ganz anderes Gefühl den Menschen zu. Ich mache sie schön, ich bin Psychologe, ich bin der beste Freund, ich bin schwul. Natürlich bin ich der beste Freund der Frauen, ja? Also wird es jetzt langsam Zeit, dass die Menschen mal wieder gut rausgehen und sich auch gut fühlen. Also ich muss schon sagen, die ersten 2-3 Wochen haben sich angefühlt wie Urlaub und es war sehr schön, auch mal daheim zu sein, aber mir fällt irgendwann langsam die Decke auf den Kopf und mir fehlen einfach die Menschen. Ich liebe Menschen und ich bin gerne unter Menschen unterwegs. Also wenn wir am 1. März wieder aufmachen werden, werden wir wie vorher schon gut vorbereitet sein mit Desinfektionsmittel und ich bereite schon mal alles vor für unsere Kunden. Ihr werdet auf jeden Fall sicher bei uns sein, denn wir sind vorbereitet für euch. So, Hygienemaßnahmen sind jetzt fertig und wir Friseure dürfen ja ab dem 1. März endlich wieder aufmachen und ab morgen werden wir die Termine vergeben bei uns und ich weiß jetzt schon, dass das Telefon glühen wird, aber ich freue mich so sehr, sehr darauf. Musik.